Das ist Pia. Pia geht in die 3a der Astrid-Lindgren-Grundschule. In Sachunterricht sprechen sie heute darüber, was sie später mal werden möchten. Ich möchte Mutter werden. Ich will Fußballer werden beim FC Bayern München. Und du, Pia? Ich möchte Feuerwehrmann werden, so wie mein Opa. Mädchen können das gar nicht. Moment mal, da hat Adrian aber nicht recht. In Deutschland dürfen heute Frauen und Männer sich jeden Beruf aussuchen, den sie wollen. Früher war das ein bisschen anders. Als eure Omas und Opas, so alt waren wie ihr jetzt, sind die Frauen zu Hause geblieben und haben sich um das Haus, die Kinder und das Essen gekümmert. Die Männer sind arbeiten gegangen, um Geld zu verdienen. Viele Frauen fanden das ungerecht, haben sich zusammengeschlossen und dagegen protestiert. Daraufhin wurde beschlossen, dass auch Frauen arbeiten gehen dürfen und jeden Beruf ausüben können, den sie wollen. Wie zum Beispiel Wissenschaftlerin, Pilotin oder auch Feuerwehrfrau, so wie Pia. Männer hingegen dürfen auch zu Hause den Haushalt machen und bei den Kindern bleiben oder Berufe ausüben, die oft von Frauen ausgeübt werden. Zum Beispiel Friseur, Krankenpfleger oder Lehrer. Dass Frauen und Männer sich ihren Beruf aussuchen dürfen, nennt man Gleichberechtigung. Boah, echt? Dann will ich viel lieber Pilotin werden und nicht Friseur.